Herzlich willkommen zu einem neuen Tom Spielt Video. Jo, heute auf der PS4. Ich zocke eine Runde Alien Isolation. Richtig geil. Hab mich auch schon sehr oft auf dieses Spiel gefreut, weil ich bin ja sowieso ein Alien-Fan. Also ich hab mir so Mist. Ich wollte mir extra meine Alien-Box hier herstellen und euch mal zeigen. Naja gut. Egal. Wie gesagt, ich bin ein Alien-Fan und bin schon sehr gespannt, wie dieses Spiel geworden ist. Ich habe zwar ein bisschen beobachtet, ich habe mir ein paar Trailer angeschaut und auch mal hier und da mal ein Gameplay, was sie so gezeigt hatten. Und es hat mich doch schon recht heiß gemacht. Gut, ich werde jetzt nicht lange klönen. Wir fangen hier sofort an, Spiel starten. Und wir wollen, keinen Überlebensmodus. Und Spiel starten. Headtracking, es gibt da auch eine Möglichkeit, wenn wir eine Kamera haben, also eine PSV-Kamera, können wir, wenn wir in den, in die Ducke gehen, wenn wir uns irgendwo verstecken, können wir so nach oben schauen. Und das erkennt ihr die Kamera und dementsprechend könnt ihr halt über den Tisch gucken. Also mit der Bewegung kann man da halt ein bisschen arbeiten. Eine geile Sache. Das lasse ich aber aus, weil ich habe meine Kamera noch nicht hierher gestellt, hier drüben hin in mein Zimmer. Und dann gibt es, so viel ich weiß, ja, Geräuscherfassung. Also das mache ich auch aus, weil ich laber jetzt hier und ich denke mal, die Geräuscherfassung, ja, genau. Wenn ich halt zu laut bin oder zu laut rede, dann hören mich die Feinde und wissen, wo ich stecke. Das wollen wir ja nicht. Gut, dann machen wir mal aus. Und, bin ich eine Pussy? Nee, ich bin keine Pussy. Ich mach mal auf Mittel. Und, so. Ein bisschen einstellen hier. Das ist... Ja, so. So ist gut. Gut. Dann wird jetzt wohl ein Intro kommen. Glaube ich. Ladescreen. Ich habe auch schon gelesen, dass es ein bisschen ruckelt. Besonders bei den, Intros oder bei den Dialogen, so, wenn die jetzt so Zwischensequenzen kommen. Aber jetzt kommt bestimmt ein Intro. Ladezeiten sind auch etwas länger als gewohnt. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ja, das war zwar der originale Text aus dem Film, vom ersten Teil, als sie halt, das war der Schluss. Aber es war halt nicht die Stimme von Ellen Ripley. Macht aber nichts. Trotzdem. Geile Sache. So. Was kommt nun? Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr?
Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, damit sind wir jetzt erstmal im Spiel. Wir sind jetzt aus unserem Schlaf erwacht, haben ein bisschen das Intro genossen und schnack nicht lange rum. Tom, seh zu, dass du hier Land gewinnst. So, gehen wir mal hier ein bisschen weitermachen. Wir melden uns erstmal an hier. Erkunden Sie die Torrens. Das kenne ich auch irgendwie aus dem Film noch. Die Musik und so wie es hier aussieht, als ob das hier echt der erste Teil von Alien wäre. Voll geil. Was ist das? Okay. Benutzen. Einfach nur genial. Gut, gehen wir mal weiter. Gibt's hier irgendwie eine Karte? Ah, okay. Also, Touchpad. Da ist denn die Karte drauf. Können wir drüber wischen und können uns denn so ein bisschen bewegen. Da sahen wir jetzt hin. Aber wir gucken hier mal noch ein bisschen. Geht hier irgendwas auf? Okay. Wir sollen uns sowieso erstmal anziehen. Wir können ja hier nicht nackig durch eine Raumstation latschen. Was ist das? Oh ja. Muss ja auch mal sein. Duschen. So einmal im Jahr. Warum nicht? So, Gesicht auch noch ein bisschen waschen. So, den Popo noch ein bisschen waschen. So, und weiter geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Ah, da leuchtet es auch schon grün. Was ist das? Ohne Heft? Nee. Okay, zu anziehen. Ziel abgeschlossen. Super. Die Crewmannschaft der Torrens. Ripley, das sind wir. Taylor, Samuels, Connor und Verleihen oder keine Ahnung. So, das machen wir aus. Strom sparen.
Ah, hier können wir speichern. Können wir eigentlich mal machen. Wieso überschreiben? Na egal, überschreiben wir. So. Hier ist ein Terminal. Gucken. Oh, danke. Hey, Erfolg. Es ist nichts zu tun. Ja, ich habe da jetzt keine Lust, euch das alles vorzulesen, weil wir wollen ja Gameplay sehen. Aber ich denke mal, es bist du ja eigentlich sowas wie eine, oder gibt es das hier nicht? Doch, knapp verpasse ich, ja, hier, knapp verpasse eigentlich schon. Archivlogs. Das habe ich jetzt gerade eben beim Terminal gelesen, knapp verpasst. Prima, da kann ich dann später dann nochmal, wenn ich für mich alleine spiele, nochmal alles schnell durchlesen. So. Wo müssen wir jetzt lang? Wir haben eine Legende. Okay, da wird nochmal angezeigt, welches Zeichen was bedeutet. Da unten blinkt es und da oben sprechen sie mit Taylor und sprechen sie mit Samuels. Ja gut, dann gehen wir erstmal geradeaus weiter. Ja, schon der erste. Hier mal eine Runde Smalltalken. Okay, sag an. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ja. Gut. Also, wir sind die Tochter von Ellen Ripley. Ich glaube, die hieß Ellen mit Vornamen. Und, ja, sie sehen sich, glaube ich, so viel. Ich weiß sowieso nicht mehr wieder. Also, im ersten Teil ist ja die Ripley mit dem Raumschiff und mit dem kleinen Rettungsschiff ab durch die Mitte und ist dann irgendwann, ich glaube, was war das? 50 Jahre oder 500 Jahre? Ich kann mir das nicht merken. Ist sie denn wieder erwacht oder wurde zumindest von irgendeiner Raumpatrouille aufgegriffen? Und da wurde ihr dann im zweiten Teil von Alien halt gesagt, dass ihre Tochter Amanda verstorben ist. Also schon tot ist. So. Schaut euch gefälligst den Film selber an. Jetzt gehen wir aber mal zu hier oben, nach Taylor. Oh Mann. Hab ich mich erschrocken. Moin. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Okay. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Da wollen wir mal zur Brücke latschen. Geh durch.
Lahmarschiges Volk, Mann. So, was ist los hier? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. So, Einsatzdokumente abholen. Ey, noch ein Erfolg. Ja, leider ruck in die Zwischensequenzen. Wirklich schade. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow me the marshal auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo, Marshal? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut, Taylor. Ja, das war ja mal dramatisch. Mal wieder ein bisschen Ladezeitpause. Das finde ich schade, dass die Ladezeit ein bisschen lang ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Patch. Aber jetzt müsste doch mal langsam weitergehen jetzt hier.
Ich sehe einen kleinen Punkt in der Mitte. Hoffentlich ist es kein Pixelfehler. Nee, nee. Okay. Muss ich da jetzt ziehen, oder? Das ist noch ein Schalter. Okay, ich zieh da mal dran. Alles klar, da konnte ich mich entkleiden. Oh, Raucheffekte. Sehr schön. Grafisch natürlich finde ich das sehr, sehr gut. Man sieht zwar irgendwie so, müssen so Kanten flimmern. Ist jetzt nicht tragisch, aber dennoch bisschen blöd. Aber schmälert nicht meinen Spielspaß. Gut, hier kann man nochmal speichern. Ach, ich brauche jetzt nicht speichern. Das ist jetzt völlig egal. Haben wir die eine Karte? Ja. Da ist ja nicht viel auf der Karte. Ich weiß immer nicht, wenn da mehrere Türen oder Wege sind, dann weiß ich nicht, wo ich lang soll. Weil ich möchte gerne alles so sehen. Ach, naja, gut, okay. Bin ich einmal im Kreis gelaufen, ist auch nicht schlecht. Laufen können wir übrigens mit L3 einmal runterdrücken. Ein Loch in der Wand. Oh geil. Die Dinger fand ich schon im Film geil. Okay. Es geht jetzt auch so ein bisschen mit der Kamera, weil ich musste mir was einfallen lassen. Weil mein Stativ ist zu hoch. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Und ja, mal gucken, vielleicht geht es dann besser. Aber es müsste eigentlich, müsste erstmal so gehen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Ducken können wir uns mit R3. Das möchte ich auch noch mal kurz betonen. Und hier ist mir wieder was Grünes. Ein Terminal. Ordner fehlerhaft. Freigeben Stellung. Stilllegung. Ordner fehlerhaft. Das lese ich mir alles ganz in Ruhe nochmal durch. Das brauchen wir jetzt nicht lesen. Was? Komponente B. Okay. Man kann natürlich auch craften. Man kann sich irgendwelche... Was hatte ich gelesen? Zutaten braucht man, um irgendwelche Medikit oder sowas zu basteln. Auch eine geile Sache, mag ich auch gerne. Oh.
Flucht nochmal. Das. Oh, Leuchtfackel, ja, sehr schön. Das wird helfen. Halten Sie zum Öffnen des Inventars. Kreis. Ah, ausgewählt, okay. Und aktivieren können wir es mit Viereck. Wow. Also für mich ist das Spiel schon richtig ein Highlight, also ein richtiges Highlight. Da ich, wie gesagt, schon die Alien-Filme wirklich geil fand. Und jetzt darf ich mich selber in diesem Universum da, ja, rumtreiben. Ist nach langer Zeit mal wieder ein wirklich sehr, sehr schönes Alien-Spiel übrigens. Muss man natürlich da auch zu sagen. So, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Was sagt eigentlich die Karte? Die Karte zeigt... Was ist da für ein Ausrufezeichen? Ist auf dieser Seite das Ausrufezeichen oder was? Nee, was ist hier? Da ist eine Leiter. Na gut. Dann denke ich mal... Ja, wir gehen hier einfach mal durch. Ich meine, im Moment ist es ja noch recht easy hier. Schrott. Komponent B und noch mehr Schrott. Können wir alles gebrauchen, alles her damit. Loot ist immer cool. Und jetzt? Ja. Das muss doch hier irgendwo weitergehen. Hallo, ihr könnt euch hier nicht die ganze scheiß Koffer liegen lassen. Was soll denn das? Toll, jetzt geht auch noch diese scheiß Fackel aus. Gut, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also muss es woanders irgendwie weitergehen. Von hier bin ich gekommen, ne? Ach, hier geht... Ah, okay. Naja. Und da sind wir auch schon an meiner Leiter. Was war das eigentlich? Irgendwas mit Impfpistole habe ich da kurz gelesen gehabt. Gut. Die Leiter hoch und hoffen mal, dass da nicht irgendwie gleich schon das Alien auf uns wartet. Batterien sparen. Immer alles schön durchsuchen. Es kann ja immer sein, dass da gerade was liegt, was wir gebrauchen können. Hallo? Hallo. Ist da wer? Ich bin's. Dein Gewissen. So, was sagt die Karte? Da ist Abflug. Da oben müssen wir hin. Wir schauen uns doch mal hier ein bisschen um. Irgendwas piept hier wieder. Ich denke mal, das Piepen, das war ja vorhin auch... Das sind die Speicherstationen. Was ist das? Durch Nutzen dieser Terminals wird die Karte mit... Und erforschten Gebieten aktualisiert. Welcher Karte? Ah. Aha, okay. Gucken wir mal, ob sich da was ändert.
Ach nee, ich muss sie erstmal nehmen. Schlauer Tom. Ah ja, siehst du, hier. Wurde irgendwie, ja, erweitert. Also, man muss halt noch solche Kartenteile finden. Was ist das alles hier? Benutzen. Speichern. Speichern brauchen wir jetzt nicht. Ach, benutzen wir das mal. Oh, okay. XXX. Nochmal XXX. Nochmal. Seid ihr gierig heute? Gut, hier ist ein Terminal. Privat. Länge, falls ihr die Sachen untersuchen. Ich habe aber was. Oh. Eine Audiodatei, die hören wir uns doch gern. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Jo, okay. Wie gesagt, speichern brauchen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal auf die Karte. Wir müssen einfach hier lang, ne? Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Nee. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja, toll. Ist jetzt hier drinnen noch was, oder? Nee. Gut, dann gehen wir nochmal hier zurück. Ja, ich bin jetzt etwas überfragt. Zugangscode eingeben. Ich habe keinen Zugangscode. Was weiß ich? 30, 45? Naja. Boah. Schiss. Oder, wir gucken mal ganz kurz ins Archiv. Ja, da ist auch nichts drin, ne? Da! 0340. Ha! 03. 4. Gehst du jetzt? 4-0. Oh, ich bin voll der Hacker, ey. So. Medikit. V1. Ein Bauplan. Super. Wir können jetzt Medikits herstellen. Dafür brauchen wir natürlich auch verschiedene Komponente. Drücke L1 zum Bauen. Ja. Ich habe nur Sensor, habe ich. Subkutane Impfpistole habe ich. 2. Nee, doch 2. Fehlt noch Bindemittel. Hier lag doch eben Bindemittel, oder nicht? Da, Bindemittel. Geil, wir können was kräften. L1. Und, wie ist das jetzt? Komponente festlegen. Okay, X. Das nehmen wir. Na. Das nehmen wir. Und das. Und L1 drücken, um zu basteln. Ey. In Erfolg. Erfolge sind immer toll. Alles klar. Ich habe ein Medikit gebaut. Und wo ist das jetzt? Ja, da. 1. Supi. Das unten links erscheint wohl meine Lebensleiste zu sein. Da fehlt schon etwas. Aber ich denke mal. Ach was, ich brauchte erstmal noch nichts. Gut, aber wir konnten hier noch keinen Strom einschalten. Deswegen werde ich jetzt mal durch diese Tür gehen. Von hier sind wir doch gekommen.
Ich bin ratlos. Da unten war doch nichts mehr. Das muss hier oben weitergehen. Ja, let's fail. Das ist auch nichts. Ja, hier geht auch nichts. Buh. Ja, und das Ding habe ich ja schon betätigt, was auch immer das gewesen sein mag. Aber hier ist nichts mit Ström. Nur das blöde Terminal. Freigeben. Zubehör. Das habe ich doch schon alles gehabt. Nee. Okay, dann... Dann müssen wir einfach mal zurück. Hier ist nichts. Weiß der Deibel. Oder was ist hier? Muss ich hier was zusammenbasteln? Nein, brauchen wir. Gut, dann muss es... Ne, die ist auch zu. Dann muss es doch unten weitergehen. So, kletter runter, Mäuschen. Dann. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier lang können. Okay. Also, ich bin überfragt. Das kommt davon, wenn man halt ein Spiel blind spielt. Man hat null Plan. Aber das macht ja auch nichts. Macht ja trotzdem Spaß. So, jetzt gehen wir hier nochmal unten durch. Wobei hier es auch nicht weiter ging. Hier geht es definitiv nicht weiter. Nee, da geht es nicht weiter. Gut. Ja, wird wahrscheinlich ein sehr langes Tom spielt. Wahrscheinlich so... Na, gefühlte Stunde. Okay. Wir gehen noch mal ganz zurück. Vielleicht ergibt sich da ja irgendwas. Ich laufe hier so laut rum, ohne darauf zu achten, dass hier irgendwie ein Alien in der Ecke hängt oder so. Ja, hier sind wir am Startpunkt und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Finden. Diese Frage stellen wir uns heute alle. Wird dieses Video auch irgendwann mal zu Ende sein? Wie lange muss ich mir das Leid noch geben? Vielleicht sollte ich in Zukunft keine Blinds mehr machen. Gut, muss hier oben irgendwo weitergehen. Wiederherstellen. Wieso kann ich da nicht ran? Das leuchtet grün. Da ist auch nichts. Gehen wir hier nochmal gucken. Da, Schrott. Ja, Schrott hilft mir jetzt aber auch nicht. Ach, das ist doch alles Schrott. Ich weiß nicht wohin. Ich werde verrückt. Ich weiß nicht. WTF?
auf der Mann. Es bleibt doch eigentlich nur noch dieser Raum hier. Mann, hör auf zu piepen da, sonst schlage ich dich kaputt. Oder ist es ein Bug? Hier war ich jetzt dran. I don't know. Ich kann noch mal das Terminal aufrufen. Ja, das war der Raum. Ja. Da. Was blinkt denn da überhaupt? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Das blinkt. Da unten blinkt das. Oh, okay. Moment. Ich muss da hinlaufen. War der Tom mal wieder so richtig schön blind oder. So, Karte? Wo bin ich denn jetzt? Hier oben. Na. Ja, das ist jetzt genau hinter mir. Ich habe aber nichts, womit ich den Strom wiederherstellen kann. Das kann doch nur ein Bug sein. Okay. Wir speichern jetzt einfach mal. Ja, überschreiben. So. Hat auch nichts gebracht. Ich verstehe das nicht. Ich mach mal kurz einen Cut und wir werden das Spiel nochmal laden. Aktuellen Speicherstand. Man hat schon Pferde kotzen sehen. Mag ja sein, dass vielleicht irgendwie was nicht so ganz lief. Aber stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja. Aber ist nichts. Ich habe nur ein Medikit. Mehr habe ich nicht. Oder übersehe ich jetzt hier irgendetwas? Genau, es gab ja auch noch solche Löcher, wo man durchkriechen konnte. Gucken wir uns mal hier um. Freunde, rate mal mit Rosenthal oder was? Strom wiederherstellen. Ich werde noch bekloppt. Sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Ich werde jetzt so lange machen, bis ich diesen scheiß Strom wieder eingestellt habe. Bis ich das hier endlich gefunden habe.
verstehe das nicht. Ich fühle mich verarscht. Fass da mal rein. Okay, da ist nichts. Das ist auch im Arsch. Hier ist es grün, aber da können wir nichts machen. Und da ist auch kaputt. Ja, viele Möglichkeiten haben wir jetzt hier mittlerweile nicht mehr. Ich bin überfragt. Pinkel da gleich gegen. Ja, das war doch das Stromteil hier. Generator steht auch da. Dann scheint das irgendwie ein Bug zu sein. Okay, ich werde mal das Spiel komplett schließen und dann werde ich es nochmal starten und den Speicherstand nochmal reinladen. Ja. Bis gleich. Ich bin so blöd. Ich bin so verdammt blöd. Es stand hier im Terminal drin. Hier, Zubehör. Energie. Knotenpunkt D, Abflug. Da musste ich draufdrücken und dann geht diese scheiß Strombla wieder an. Puh. Okay, wir haben jetzt Strom. Und ich werde natürlich die überflüssigen Szenen rausschneiden. So. Da bin ich wieder. Ich war einfach nur blind. Es war kein Bug. Nein. Man muss einfach ans Terminal gehen. Ich war ja schon mal richtig da. Bloß, ich habe mir das hier nicht angeguckt. Ich sah nur Zubehör, Energie, Knotenpunkt. Ja, pff, nicht wichtig. Ich lese mir die Sachen später durch. Nein, da musste ich draufdrücken und dann geht der Strom wieder an, wenn ich darauf gedrückt habe. Dann haben sich jetzt da unten links und rechts so überall die Türen geöffnet. Unter anderem auch die hintere Tür. Also, der Tom ist mal wieder blöd gewesen. Aber ich werde die überflüssigen ja, Suchszenen, die werde ich natürlich rausschneiden, sonst wäre das zu lang. Gut. Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hier gibt es was zu looten. Da leuchtet auch was. Komponente nehmen wir mit. Okay. Dann können wir jetzt endlich durch diese Tür latschen. Oh oh. Leuchtfackel, Leuchtfackel,
Bindemittel. Ah, ich bin leicht verwirrt heute. Was zur Hölle ist hier passiert? Synchronsprecher finde ich auch sehr schön gewählt. Gibt natürlich sehr, sehr noch Schlimmeres. Aber in letzter Zeit haben die ganzen Games meiner Meinung nach tolle Synchronsprecher verpasst bekommen. Unter anderem jetzt auch hier in Alien Isolations. Okay. Ist das so Licht oder leuchtet da? Ne, das ist nur Licht. Okay. Gut, da geht's nicht weiter. Dann gibt's hier noch eine Treppe nach oben. Da geht's auch nicht lang. Und die Tür ist natürlich auch zu. Was haben wir hier? Tür verschlossen. Ja, dann mach sie auf. Ionenschneider benötige ich. Okay, ich habe noch keinen Ionenschneider. Ich habe nur ein Unboxing-Messer. Atmosphäre hier. Das verheißt nichts Gutes. Was haben wir hier? Leuchtfackel. Sehr schön. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einfach mal eine Leuchtfackel gönnen. So. Haben wir ein bisschen mehr Licht. War jetzt hier solche komische Gruselmusik. Das ist noch gar nichts. Zack. Ah, so kann man ein bisschen mit L1, wenn man L1 gedrückt hält, kann man ein bisschen so rüber gucken. Ah, okay. Und man kann natürlich auch nach links und rechts gucken, wenn man irgendwo in der Ecke ist. Oh, die Tür ist auf. So. Schrott. Eine Speicherstation, ein Terminal haben wir hier. Was ist das? Julia Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. So, wir speichern nicht ab. Gucken,
gucken wir mal, was dieser Terminal so an Infos drin hat. Privat den Stecker ziehen. So, es tut mir leid. Also ihr könnt ruhig Pause machen und dann könnt ihr es selber durchlesen. So, und Freigabe an alle Mitarbeiter. Gut. Und ich hatte eben gesehen, dass hier eine Luke ist. Oder ein Schacht. Da gehen wir jetzt runter. Boah, das ist echt gruselig. So die Atmosphäre, die Sounds und... Das ist schon ekelhaft. Jetzt kommt bestimmt das Alien von da, oder was? Ich höre immer hinter mir Schritte. Wollt mich wohl verarschen, Mann. Gut, da ist nichts. Hier fällt alles auseinander. Ja, das würde ich auch mal sagen. Man muss nicht nur gegen das Alien kämpfen. Ich habe natürlich ein paar Infos so halt gesehen oder gelesen. Man hat auch eine Waffe, man kann natürlich auch schießen, aber das Alien ist halt gegen natürlich immun. Ich glaube, das kann man irgendwie mit Feuer wenigstens abschrecken. Und dann sind hier noch nicht nur das Alien, sondern es gibt auch natürlich noch andere Feinde, die kann man niederstrecken, wenn man will. Ja. Und wie habt ihr euch das... Ah, okay. Ein bisschen mehr Konzentration, wenn ich bitten darf, Herr Thomas. Na. Alter. Schöne Lichteffekte. Gefällt mir. Ja, da brauchen wir einen Plasmaschneider für. Habe ich nicht. Und ich denke mal nicht, dass es hier ein Obi gibt, wo man mal ganz kurz einen Plasma-Schneider kaufen kann. Hier ist auch nichts. Yes. Okay. Na. Oh. Ich muss mein Headset ein bisschen leiser machen. Nee, mache ich nicht leiser. Ich will mich erschrecken. Ich stehe da drauf, mich zu erschrecken. Oh. Nachtlektüre.
Ist hier irgendwas drin? Da liegt irgendwas auf dem Tisch. Hier müssen wir irgendwie rein. Wir können da nicht rein, weil wir einen Wartungsheber benötigen. Und den habe ich natürlich nicht. Ich habe eine dusselige Fackel, habe ich, aber keinen Wartungsheber. Ich höre hier immer irgendwelche Geräusche. Ich kriege Albträume. Ionenschneider benötigt. Habe ich alles nicht. Ich mache mal hier eine Funzel an. Hilft ja alles nichts. Und einen Plasmaschneider benötigt. Ey! Das zu. Oh, wie gnädig, da ist ein Spalt auf, aber da passen wir nicht durch. Wie ist das weggekommen, ne? Beziehungsweise von hier. Das ist, glaube ich, Jacke wie Hose. Aber wie gehen wir hier durch? Liebe Leute, ich muss aber langsam zu Ende kommen. Ich weiß, da ist jetzt nicht wirklich viel passiert, aber es sind ja auch erstmal nur so ein paar Eindrücke, die ich euch von diesem Spiel... Ah ja, klar. Es sollen ja halt nur ein paar Eindrücke sein, die ich euch so zeigen möchte. Und meine Empfehlung ist, kaufen. Geiles Spiel. Gibt es natürlich auch für den PC, ich glaube für die Xbox 360, für die PS3 auch und für die Xbox One. Also für alle Systeme. Außer für Wii U, glaube ich. Das da vorne muss der Ausgang sein. Ja. Gehen Sie durch die Haupttür. Aber ich denke mal, ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Ich habe hier noch ein paar andere Spiele, die wollen auch bearbeitet werden. Definitiv werde ich kein Blind-Video mal machen, weil das ist echt schrecklich. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr schönes Spiel. Alien Isolations, wie gesagt, gibt es auf verschiedene Systemen. Könnt ihr zugreifen, geiles Spiel, geile Sprecher, geile Grafik und auf jeden Fall auch Schockmomente und wirklich eine absolut gruselige Atmosphäre. Gut, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt. War halt nicht so viel Action, aber dennoch hoffe ich mal ein bisschen lustig. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.